Krass, das geht ja noch mal weiter. Also das ist ja ein Riesending hier. Und ist die Tür offen? Nee. Also wir haben ja keine Tür aufgemacht, die nicht schon auf war. Und ja, also das machen wir auch nicht, dass wir da irgendwas. Und es geht immer nur nach rechts, gell? Nicht nach links. Guck mal da. Es geht die auf. Hatte da schon mal einer was gemacht? Ja. Haben sie nicht aufgekriegt. Und da geht es noch um die Ecke. Was haben wir denn hier noch Interessantes? Ja, nochmal, das ist die Lüftungsanlage hier. Und da hinten? Wahrscheinlich der Tank. Ha? Der Tank. Geil. Das ist hier die Notlüftung. Stimmt. Zum Kurbeln. Ja. Und da? Guck mal, da war schon Bein. Sind aber schon alle leer. Was haben wir denn hier für einen Jahrgang? Vulkanfelsen, ein 87er. Oh, ein trockener Silvaner. Uff. 87er. Ah. Lassen wir alles schön stehen, gell? Wann ist die Maschine gebaut? 69. 1969, oh ja gut. Schön interessantes Ding hier, guck mal. Kompressor. Das ist die Kältemaschine. Ah ja. Schön. Ich baue ja wahrscheinlich auch so 68. Ah, egal. Aber er hält noch. Hier gibt es eine Tür nach links. Nee, jetzt werde ich aber nicht mehr. Das ist zu dem Hauptquartier hier hoch. Tatsache. Da haben wir ja wieder mal ein Schwein. Da ist auch offen. Der Boden wölbt sich ein bisschen. Das ist noch alt. Ja, das ist alt, ja. Schön die gelben Fliesen hier. Da ist die Küche. Stimmt, das war die Küche. Speisesaal, mach meine Taschenlampe aus. Der Speisesaal. Bestimmt. Das sieht immer noch gut aus. Die gute Stube. Eine Mausefalle. Ja, ich auch. Schnitzel mit Pommes. Geil, geil, geil. Oh, 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 oh. Ja. Krass. Also wir hatten ja wirklich richtig Schwein, dass wir unten durch den Bunker, ja, quasi bis hier in dieses Hauptquartier dann vordringen konnten. Also, und wie riesig das hier ist mit den Ausmaßen da unten auch, ja? Siehst du von außen gar nicht? Nee, irre. Da kann man auch die Getränke auch nochmal drin. Ja. Das ist so intim ist. Okay. Ja. Und naja, erstmal einen Kaffee. Natürlich. Aber schön. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall. Haben noch nicht alles gesehen. Das ist ja eine Riesenanlage hier. Wieso?
Also Türen, die offen sind, die machen, also zu sind, die machen wir nicht. Also. Ja. Ach, hier kommen wir auf die Terrasse. Ja, geil. Ach, das wäre sogar offen, du Schwerter zum Tier. Bisschen frische Luft hier reinlassen. Hier geht's zum Bad, zum Dachboden. Nee, unglaublich, wir können auch auf dem Dachboden. Aber erst gehen wir nochmal hier gucken. Oh, wie schön die Fliesen hier. Was haben wir denn hier? Ein Ausstellungspult. Ach du Scheiße, wie lang. Das ist ja ein Riesengebäude hier. Was haben wir denn hier? Ein Zimmer mit Badezimmer, oder was ist das hier? Wahrscheinlich. Und hier die gestrichen. So schlecht sieht das gar nicht aus, wie das gestrichen ist. Das ist übrigens Zimmer 51. Hier sind sogar noch Schränke drin. Guck mal hier. Vandalismus ist hier relativ wenig. Ja, das ist auch in Ordnung so. Also wir machen auch nichts kaputt. So eine Kommode kenne ich irgendwie von meiner Oma. Wie geil. Da hat es einem die Arbeit gemacht, die Zipfung auszubauen, aber hat nicht mitgenommen. Mm. Das ist eine Kamera. Zimmer 50. Vergessen wir den Dachboden nachher nicht. Mhm. Duschräume. Ach hier, die Suite. Die Suite ist ein bisschen größer. Ja. Geil. Ich weiß nicht, ob das so alt ist, so Zweiter Weltkrieg, das Original noch. Ich denke schon, also das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist so ganz alles, ne? Naja, die haben das dann schon irgendwann mal wieder in Ordnung gebracht. Ja. Überall diese Schränke drin. Ja. Also die Zimmer sehen anscheinend alle gleich aus, bis auf das eine, es war halt ein bisschen größer. Was ist denn das? Waffenhaltung. Gibt's ja nicht. Tatsache. Da kommen die Gewehre rein sonst. Ja. Das ist aber neu, weißt du, warum das neue ist? Hä? Das ist die Länge vom G3. Da habe ich keine Ahnung. Ich bin ja kein Militarist. Ja, zur Kriegszeit haben wir einen K8-Mond, der passt da nicht rein. Das hier geht alles. Das weiß ich doch nicht, sowas. Das waren die Stimmen von Mannschaft. Ja, ja, stimmt. Und das da vorne waren die Offiziersräume. Ja, das stimmt. Ja, das sind ganz normale Mannschaftsschulen. Ja. Überall die Halter für die Gewehre. Der Boden sieht doch gar nicht so schlimm aus, bisschen verklebt, aber sonst. Wahrscheinlich. Kein Durchgang. Tür offen. Tür ist offen. Ach du Scheiße! Geht ja noch mal weiter. Warum ist das denn? Ja. Ach, ein Waschraum. Nee, das finde ich in Ordnung. So viel so vandalismusmäßig ist hier nicht viel, anscheinend. Ja. Nee, der Eimer. Guck dir mal den Eimer an. Das ist ja geil. Hä? Schöne alte Eimer. Nichts anfassen. Nee, das ist ein Müll. Warte mal, da steht was.
Wie MR 61 81 469. Kennnummer. Ja. Muss ja alles eine Kennung haben, oder wie heißt das, gell? Hey, was haben wir denn hier? Sollte das ein Modell? Das ist ein Modell der Anlage, ist das. Meinst du? Hundertprozentig. Ach du Scheiße. Hier, da sind wir gerade. Ach, da sind wir erst. Da sind wir erst. Hör auf. Da sind die Bunker. Stimmt, da sind die Bunker. Da vorne ist hier die Tankstellenanlage, hier vorne, wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. Stimmt. Ja, hier mit der Dings vorne im Pförtnerhaus. Hier, da sind wir eingestiegen. Da ist das die Dingshalle für die Fahrzeuge. Richtig, die Fahrzeughalle. Das haben wir alles noch vor uns hier. Das Ach du Scheiße, was ist denn da oben noch? Das sind Munitionsbunker. Munitionsbunker da? Da haben sie damals mal tonnenweise Munition gelagert. Wie weit geht das denn? Das ist ja irre. Das ist hier oben ist immer. Aber das sind nur Bunker jetzt hier nach oben, ja. Da so Munition, so. Ja. Interessant. Und hier die Baracken. Sind das Wohnbaracken oder was? Wahrscheinlich. Ja, das ist das Große. Hier unten waren, also hier, wo wir jetzt drin sind, waren bestimmt die Offiziere oder was, gell? Nee, das sind auch hier Mannschaftsräume. Achso, da habe ich ja keine Ahnung, wie sich sowas zusammensetzt. Ja, du hast die Mannschaften, hast du, und dann hast du die Offiziere. Ja. Also 2006 oder was wurde das hier aufgegeben? Bezug, Schnur, Schleiftechnik. Hm. Oh, Achtung, Riesenwelle im Boden. Ach, hier sind wir jetzt wieder in dem Gang. Ja, da unten geht es auch wieder zum Bunker. Was? Da unten geht es auch wieder zum Bunker. Aber da müssen wir halt wieder da vorne. Es könnte ja sein, dass der Bunker dann dazu ist, gell? Naja, wir sind vorne wieder runter, das vernehmen wir im Arsch. Ja. 30. Ja. Was ist das dann? Ach, eine Kasse hier. Nee, das ist. Und sowas dann. Ach so. Schön Leichtbauweise hier. Genau, wir sind ja hier durch das Zimmer gekommen. Jetzt sind wir wieder im Flur. Ich dachte schon, wir hätten hier einen zweiten Gang. Okay, weiter. Gehen wir am besten wieder Richtung. Hier gibt es einen Dachboden. Willst du vorgehen? Da kommt ein schönes Lüftchen durch hier. Das ist bestimmt am Stück oder was, gell? Ja, scheint's, aber hier ist ja nichts. Boah, wie warm das hier oben ist. Da kann man ja mal sehen, wie weit das dahinter geht. Wie weit das in die. Was das für ein Riesengebäude hier ist, ja. Irre. Was? Hermann Wiegand, 1263. Ob der den Balken gezimmert hat? Oder das? Primärpumpe, Sekundärpumpe.
Schön die dicken Wettenventile. Heutzutage geht das doch alles automatisch, oder nicht? Nee, das ist bei Fernheizung oder großen Anlagen ist das heute immer noch so. Hm. Mit den Flammschiebern da. Ach, hier sind wir jetzt vorne. Richtung Dach. Ja, hier. Jetzt sind wir quasi bunkermäßig. Der Bunker geht jetzt noch geradeaus da hinten raus, aber ein ganzes Stück. Ja. Ne? Also wir gehen dann quasi, wenn wir zurück müssen, theoretisch könnten wir wahrscheinlich auch hier über die Dachlatten. Schaffen wir das? Willst du das nicht machen? Und drüber so auf dem Bauch liegend? Die Lattung, die taugt nichts. Okay. Okay, dann lieber nicht. Riskieren wollen wir ja nichts. Also gehen wir durch den Bunker. Was? Wir müssen ja noch dahinter durch den Bunker. Oh, nee, oder? Ja, wir müssen ja die Sack bewogen. Ah, okay. Folge in Aktion. Stoßchen in den Kopf. So, dann komme ich auch mal. Ganz schön abenteuerlich, die ganze Sache hier. Ach so, das bei mir. Da müssen wir lang? Da lang? Ich glaube da lang, ja. Genau. Nee, ist vorhin der Abgang, aber das führt ja alles zum selben Bunker. Nee, ist offen. Boah, schockt mich doch nicht, was ist denn? Ja, da kannst du einfach mal so eine Tür aufbrechen. Meldebrett. Nee, da stand ein Telefon wahrscheinlich. Oh Scheiße, aber wo ist denn jetzt unsere Richtung hier? Unsere Richtung ist links. Da ist ein Fluchtweg. Was ist denn das jetzt? Unsere Richtung ist links, müssen wir lang. Bist du dir sicher? Ja. Ich habe Orientierungssinn. Okay. Und wir sind ja hier rein und haben dann ganz zufällig gefunden, dass es da hochgeht. Und wir sind ja nicht hier weitergegangen. Wo ging es denn dahin? Nee, wir kamen von da hinten. Also wir müssen jetzt hier weiter. Warum? Vor uns ist die Straße. Ja, aber wir... Na gut. 13. Ja, ich dachte, wir wollten... Was ist hier noch? Ach, meine Lampe ist so dunkel. Das ist unser Ausgang. Links ist unser Ausgang. Genau. Ja. Hier waren wir noch gar nicht. Also wollen wir es hoffen, dass wir dem Ausgang dann folgen können. Ich wollte heute noch einen Kaffee trinken. Wie weit geht das denn da hinten noch? Naja, so lang wie die oben die Ding ist. Was ist denn hier? Ach du lieber Gott, okay. Das geht wahrscheinlich schon. Hinter dem Haus. Ja, ich glaube, hier müssen wir weiterfilmen, meiner. Ja, würdest du auch hier alleine hier runtergehen? Allein war es im Bunker schon mal nicht. Ich muss hier weiter streuen, damit es besser wird. Hallo! Das ist ja krass, ja. Na, das ist aber toll jetzt. Boah. Türe ist verschlossen. Aha, danke. Ach, weißt du was, hier hat sich schon mal jemand verlaufen. Nö. Ah ja, na klar. Kannst du dich schon mal verlaufen? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin jetzt schon hier orientierungslos.
Bleib mal stehen. Also was, ja? Leuchte mal hier drauf, so? Ja. Nee, oder? Doch. Leuchtstreifen? Ja, im Falle von einem Stromausfall. Mhm. Kannst du mal. Wie lange bleibt das? Nicht so lange. Ja gut, je nachdem, wie lange du drauf leuchtest. Ne? Ah ja, okay. Und das ist halt hier, wenn ein Stromausfall ist, ja, und bis die Notstromer hier gerade anlaufen, ja, hast du immer dann Orientierung. Ja. Und jetzt müsste rein theoretisch, wenn wir mal nächsten Fluchtweg schön sind, müsste das auch so sein. Aha. Wo könnte das hier noch hingehen? Das ist ja auch wieder so eine dicke Tür. Oh. Ja, das ist der. Ach, den du schon gefunden hast? Okay, okay. Also von oben, ne? Alles verlustieren. Okay, Land. Dann sind wir ja schon fast durch. Was haben wir denn da noch für ein Räumchen? Das Licht geht noch. Das Licht hier im Bunker geht übrigens noch. Das Licht hier im Bunker geht noch? Nee. Das will ich heute nicht anmachen. Nee. Ich auch nicht. Da ist der Hauptschalter fürs Licht. Diese Tür mit dieser Laderampe, die wir da gefunden haben, ja. Ist ja relativ einfach gesichert. Wir haben einfach den Riegel hier festgemacht. Da kommt keiner rein. Naja, jetzt können wir die anderen Riegel auch bewegen. Krass. Genau. Hier. Aber kalt ist es hier unten schon irgendwie, ne? Ja, das ist zugig hier unten auch noch. Ja, ja. Aber schon interessant. Aber die ganzen Türen, die sind alle nur nach links, beziehungsweise als wir vorhin kamen, von rechts. Ja, rechts geht es wahrscheinlich noch weiter in den Berg rein, gell? Ja gut, das ist ja... Ja. Ah, ja, alles, was rechts hoch geht, geht hier die fetten Türen. Ja. Vorhin habe ich ja schon gedacht, ist da vorne Licht? Wieso ist denn da vorne Licht? Das ist der Eingang, oder? Okay, wollen wir es hoffen. Weil die krass schweren Türen. Da kommt ja hier gar kein Licht da unten rein. Ja. 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 Da hat uns die Welt gleich wieder. Ich meine, wenn man bedenkt, wie weit es danach da hinten geht, wie groß die Räume waren, da war die Mauer mindestens 2-3 Meter dick. Ja? Also geil. So, wir haben wieder das Tageslicht erblickt. Hier draußen ist die Wärme, ich habe natürlich kalte Finger. Ja. Hey, das war aber echt geil. Und dass hier offen ist, super. Wir verraten natürlich nicht, wo es ist, ihr wisst ja. Aber schon interessant, wie riesig das hier unten ist. Und dass wir dann doch nach vorne noch in dieses Wohnquartier reinkamen. Und wir haben wirklich nicht eine Tür aufbrechen oder sonst irgendwas müssen. Wir haben nichts kaputt gemacht, wir haben auch nichts mitgenommen. Also super. Ne? Hat uns voll Spaß gemacht. Oder? Ja, das Schöne am Bunker ist halt, du siehst von außen natürlich, wie groß das ist. Nee. Bist du erst noch gerade überrascht, ne? Deswegen. Ja. Also es soll es mal von uns gewesen sein. Genau, mal zum Kaffee.